Herzlich willkommen, Hallo, liebe liebe Zuschauerfreunde! Zuschauer, hier ist Manni Beugmann und ich begrüße Sie heute aus der Imtech Arena. Ja. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg. Ja. Mal gucken, ob wir nicht 2:0 verlieren. Auch wenn wir jetzt nicht in Wolfsburg spielen, sondern zu Hause. Schick sieht es aus. Schick sieht es aus. Es sieht schick aus. So, Aufstellung habe ich so gelassen. Hab nur kurz Muck da wieder reingeholt und Eier. Eiern habe ich auf der Reserve. Yeah, man. Neben dem Gewinn der Meisterschaft stand der VfL Wolfsburg auch schon einmal im Finale eines DFB-Pokals, nämlich 1995. Dort mussten die Wölfe sich allerdings den Fohlen, ja, die guten alten Fohlen von Borussia Mönchengladbach 0:3 geschlagen. In den letzten Spielen hat dieser Abwehrmann sich hervorragend präsentiert. Das gibt dem gesamten Team Selbstvertrauen. Ja. Kevin De Bruyne hat auch das 1:0 bei Wolfsburg gegen Hamburg gemacht. Und den Assist für das 2:0. Der ist nicht ungefährlich. Oh, zu Heide. So, jetzt könnt ihr auch mal ein paar Hamburger zeigen, ihr Idioten. Jetzt wird das Spiel. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Und er tänzelt mit sagenhafter Leichtigkeit an seinen Gegenspielern vorbei. Ja, Klostermann davor. Logisch, das muss Eckball geben. Ja, auch wenn es Eckball geben muss, aber Klostermann hat das Ding aus meiner Sicht super gerettet. Meine Frage eben gerade noch so ein bisschen, während die Ecke noch vorbereitet wird. Ich habe Danny Wahlberg habe ich ja. Solche Bälle hat er gerne, der Torwart. Halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Okay, das war ein bisschen riskant. Mukhtar. Das haben wir uns so frei vorgelegt. Was haltet ihr von Danny Wahlberg als Ersatz für Lars Songa? Also nicht wirklich Ersatz oder so, aber so als zweiter Mann. Ocholek. Die linke Seite da ein bisschen viel mit Wolfsburg. Ja, jetzt die Möglichkeit. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Christian Tresch am Ball. De Bruyne. Zweikampf um den Ballbesitz. Das sah eigentlich gut aus, wie sie da das Spiel aufzuziehen versuchen. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Schöne Flanke. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. So, Müller. Ach, der kommt doch nicht an. Nikolai Müller. Den Ball ein bisschen halten. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Nein! Naja gut, okay, der wäre trotzdem ja vorbeigegangen. Aber ich wollte mal ein bisschen, ne? Formationsspiel machen. Nicht nur einfach raufklotzen, wie ein Bekloppter, sondern auch mal ein bisschen taktisch vorgehen. Auch wenn das halt schwer ist in so 5 Minuten.
Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Gutes, schnelles Passspiel. Das war schön gespielt auf De Bruyne. Aber zum Glück ist Matip so, da, auch wenn Eckball. Er wieder eine Ecke da was draus machen? Guck, hier sieht man es noch mal ganz genau. Das war kein Foul. Alles korrekt. Eine Grätsche, wie sie im Lehrbuch steht. Respekt. Respekt von Bakali. Von dem erwarte ich mir noch so einiges, liebe Freunde. So einiges. Maxi Beister. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und Achtung, der könnte passen. Und der Angriff ist erstmal gestoppt. Das war irgendwie scheiße gelöst. Maxi Beister. Wäre sowieso ein Abseits gewesen. Robin Knoche. Nee, wie? Luis Gustavo. Knoche? Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Mukta. So, ich hab ihn gesehen. Ach, er kommt nicht ran. Hallo? 2008 hat Wolfsburg die deutsche Meisterschaft gewonnen mit Felix Magath und sie hoffen darauf, dass sie diese Glanztat mal wiederholen. Kein Abseits. Möglichkeit jetzt. Was? Was? Was gibt? Was ist los, Alter, Junge? Wie kann er den vorbeischießen? Oh mein Gott. Wie kann er den vorbeischießen? Der war so wichtig gewesen. Diese Infos, ich finde sie immer tierisch geil. Schöne Geschichtsstunde mit Manni. Heuberg? Hey. Mukta. Ja. Das ist jetzt seine Chance. Guck mal hin. Der macht das. Der macht das so geil, Alter. Und ich hab's noch gesagt. Also wenn ich nicht komplett daneben liege, haben sie bislang aber auch deutlich mehr Schüsse aufs Tor abgegeben, oder? Klares Chancenplus. Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, ein viel engeres Match erwartet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Supergeil, oder? Was haltet ihr von dem Tor? Supergeil gemacht. Zakaria Bakali, der Typ hat einmal drauf, schon 5 Tore in der Bundesliga. Und er ist erst seit der Hälfte der Zeit da. Nee, oder war er schon? Es war abschreckend, was hier gelaufen ist. Okay. Aber jetzt ist der Ball zumindest mal im Tor. Und wir hoffen auf Besserung. Oft tut so ein Tor einem Spiel ja gut. Ocholek. Mukta. Luis Gustavo. Luis. Kleine Rangelei um den Ball. Olic. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Heuberg und Luis. Heuberg und Luis. Machen ein bisschen Rangel-Rangel-Tänzel. Trotzdem, wir führen zu Hause 1:0 gegen die Wölfe und das ist schon mal Respekt. Luis Gustavo. De Bruyne. Tolle Flanke. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Und wir können einfach an ihm vorbeilaufen. Herrliche Flanke. Auwei, der schlägt die Flanke Was? Genau Was auf geht, den Alter? Ali Juri. Jetzt könnte es das gefährlich werden. Hat schon gedacht. Olic. Achtung, jetzt! Jo, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Da haben wir ihn aber nochmal, ne? Kurz die Nummer 15 angerempelt. Und darüber können wir verdammt froh sein. Mukta.
Matip. So, erste Halbzeit ist um. Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Ein paar mehr Tore, das wäre es gewesen, aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Ja, auch wenn er überschaubar ist, trotzdem, wir führen in der ersten Halbzeit gegen die Wölfe. Und das ist psychologisch so wichtig und auch für die Moral so wichtig. Und ja, Lars Sogga mit dem schlechten, es hätte schon 2-0 stehen können, ja. Doch ich weiß nicht, was in dem Moment los war. Die Bayern zu Hause, Halbzeit gegen die Eintracht, 1-1. Was ist denn da los bei den Bayern? Was ist denn da los? Ja, und ich würde gern wissen. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Wie sieht's aus mit Danny Wahlberg? Ist das vielleicht überhaupt ein Kandidat, den wir hier in der Bundesliga sehen wollen? Oczolek. Achtung! Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Stimmt. Die Wiederholung des Tores, schauen wir uns das nochmal genauer an, Buschi. Und da lassen sie ihn im Strafraum zum Abschuss kommen und das bestraft er links ins Tor. Einfach gnadenlos, ne? Rodriguez. Irgendwie glaube ich ja, dass Lasogga noch nicht ganz ausgeschlafen ist, so wie eine andere. Einige Wenn er andere den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Wichtig. Deutscher Kurze Pokal. Erinnerung an den nächsten Gegner des HSV. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Spiel im deutschen Pokal. Wenn sie da bestehen wollen, dann müssen sie sicherlich über sich hinauswachsen. Tim Klose. Caligiuri. Oh, Muck da wieder mit einer super Glanztas. Bakali kann wieder rüber. Gibt ihn rein. Diesmal. Oh, das kann nicht wahr sein. Und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Komm schon. Maximilian Beister. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Ja, diesmal hat er ihn. Komm schon, Beister. Nein. Nein! Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Oh, da steht ihr euch gegenseitig im Weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Christian Tresch am Ball. Lasogga. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin. Ja, ja. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Und was gibt's da? Gelbe ja, Karte. Da muss es gelb geben. Für Tim Klose und ich ahne Schreckliches mit Lasogga. Ja. Er ist verletzt. Unser Mann. So, und ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir bringen Green und bringen Müller auf die rechte Seite, in die Stürmerposition und Green auf die rechte. Meine Güte, ich habe eben gerade noch gesagt, wie wär's mit einer Auswechslung. So hatte ich das natürlich irgendwie nicht gemeint, ja. Also, oh, da sieht man jetzt richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Keine andere Option für den Referee. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, Heuberg mit der links. Ich bin mal hier vorne hin. Mukhtar. Jetzt sieht er ab! Scheiße, es hätte sein zweites Tor sein können für Bakali. Ein Versuch der Balleroberung. Können Sie die Flanke verwerten?
Caligiuri. Ey, komm, ach, Heuberg, das war doch jetzt nichts gewesen. Geben. Sonst gibt's hier die lustigen Holzhackerbuben. Die lustigen Holzhackerbuben, mach halt doch mal. Jetzt wird der Spieler ausgewechselt. Nach dieser Leistung ist das wirklich keine große Überraschung mehr. Ja. Überhaupt nicht, Manni. Das war einfach nicht sein Spiel. Er konnte überhaupt nicht helfen. Die Auswechslung vollkommen nachvollziehen. Richtig. Christian Trächer am Ball. Guck mal hin! Eine Chance und noch eine Chance. Und irgendwann ist er drin, dann kommt er, der Ausgleich. Nee, 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 nee. Hier kommt jetzt kein Ausgleich, meine Freunde. Luis Gustavo. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Perisic. Sebastian Jung. Maxi Weister. Robin Knoche. Perisic. Ui. Christian Trächer am Ball. So. Nikolai Müller. Er gibt schon weiter, im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Wieder. Ja. 1:0, eine knappe Führung kurz vor dem Ende. Und wer darf... Toll, wer das macht! Mukta. Da passte ja... Nein! Nichts zusammen. Nein. Schuss. Oh mein Gott. Oh, leck mich doch fett, Alter, Mann. Und der Ball war so wichtig gewesen. Der Trainer will und muss das Spiel nochmal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. So, für Klich kommt jetzt... Hunt, Aaron Hunt. Und ich würde einfach mal sagen, die wechseln wir dann mal aus. Ja, war irgendwie nicht Muck das Spiel. Und von daher, ich gehe nochmal einen totalen Angriff. Ich will hier unbedingt noch ein Tor machen. Luis Gustavo. Vierinha. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sebastian Jung. Oh mein Gott, das war ja wohl eben. Perisic! Jung! Ganz sicher! So, jetzt hier für Nikolai Müller. Nikolai Müller. Der könnte passen! Green. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Da ist ja nur noch kein Drittliga-Torwart da drinne. Sebastian Jung. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Achtung, jetzt! Ole! Scheunentor, Garagentor, was immer du willst. Es war ganz auf. Was war das? Ja, den muss er machen. Es war knapp, aber der muss sitzen. Oh mein Gott, Alter. Mega Fehl, Alter. Mega Fehl von Olic. Aber lass mal, so eine Dinge habe ich auch schon hinbekommen. Ja, hat nichts geholfen. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0. Sie haben doch tatsächlich weniger Ballbesitz gehabt und trotzdem gewonnen. Sollen wir glauben, dass das ein Widerspruch ist? Nein, 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 Manni, überhaupt nicht. Denn das ist genau die Geschichte. Du musst effizient arbeiten, auch im Fußball. Und dann hast du die drei Punkte.
Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht und ihr lasst wieder einen Daumen da und auch mal wieder einen Kommentar. Und sagt mir mal, wie wollen wir die Ausstellung jetzt gegen Dings machen? Gegen Hoffenheim, ja? Ich zeige euch nur ganz kurz, wie die aktuelle Ausstellung, so sieht die aktuelle Ausstellung aus. Und wir müssen uns, ich würde auf jeden Fall sagen, derzeitig ist Müller unser bester Ersatz. Und wir holen uns mal links wieder rein. Und dafür holen wir mal ganz kurz uns wieder Balui rein. Ja, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wie wir gegen Hoffenheim vorgehen. Wollen wir uns mal wieder eine andere Aufstellung holen? Bedenkt bitte, ihr seht es ja, ich zeig's euch nochmal ganz kurz. Das Problem ist, es sind nur 2 Tage Unterschied. Das bedeutet, wir werden nicht allzu viel an Kräften haben. Das ist sehr scheiße. Also bedenkt das bitte in eurer Ausstellung und wir sehen uns dann im deutschen Pokal gegen Hoffenheim wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und vergesst nicht, um 20 Uhr kommt, ja, entweder kommt da wieder, nee, da kommt Schatten von Mordor. Also heute um 20 Uhr Schatten von Mordor, seid auch wieder mit dabei und tschüss.